Hallo, mein Name ist Nicolas Kreuter. Herzlich willkommen zu Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Dieser Podcast handelt von mutigen Menschen, die ausgestiegen sind, ihre Heimat verlassen und im Ausland neu angefangen haben. Sie erzählen mir ihre Geschichte mit den Ups und Downs. Wie haben sie Ängste überwunden, sich motiviert und durchgehalten? Und wie viel besser ist ihr neues Leben im Ausland heute im Vergleich zu früher? Du bekommst hier viel Inspiration, wichtige Tipps und Ideen, wie auch du erfolgreich aussteigen kannst. Wie zum Beispiel Bertel Bühring, der an seinem 50. Geburtstag seine Sachen in Deutschland gepackt hat und seitdem mit einem Segelboot auf einer Never-Ending-World-Tour ist. Was sind so die schönsten Momente, wo du sagst, dass es da genießt du wirklich diese Entscheidung? In welchen Situationen ist das? Beim Ankommen. Also nicht das Segeln ist eigentlich für mich das Schöne. Es ist das Ankommen. Als wir beispielsweise, ich kann eine Episode rausziehen aus den ganzen schönen Erlebnissen, die ich hatte, als wir auf den Marquesas ankamen, nach 4,5 Wochen auf dem Meer, du hast nur das Meer um dich rum, Tag und Nacht bewegt sich alles, du riechst nichts, du hast nur den Salzgeruch in der Nase vom Meer und dann kommst du auf den Marquesas an, die mitten im Pazifik liegen und wir haben geankert in einer Bucht und ich dachte, jetzt übertreibt Walt Disney. Das ist einfach zu viel. Das ist Kitsch. Das ist Kitsch. Überall um uns rum waren Pionen, also so Berge. Wir hatten Wasserfälle, zahllose Wasserfälle kamen mitten aus den Bergen raus. Die Palmen, die türkisfarbene Bucht, in der wir geankert haben. Es war Kitsch. Es war einfach Kitsch. Das war so toll. Und du hast wieder Erde gerochen. Also das sind so die Momente, wo du sagst, geil. Ein anderes Beispiel ist die Geschichte von Jörg Eugster, einem Schweizer Bauingenieur, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und heute eine Husky-Farm in Schwedisch Lappland betreibt. Du hast dann zusammen mit deiner Frau 2007 einen Bauernhof gekauft, da wo ihr heute seid. Den habt ihr per Zufall gefunden und dann zugeschlagen, oder wie war das? Ja, genau. Das war eine spontane Aktion, sehr spontan. Das war kurz vor Ostern 2007, sind wir auf dieses Inserat im Internet gestoßen. Das war per Zufall, war das ein Schweizer Makler, der hier oben gemakelt hat. Dann bin ich zum Chef, irgendwie so am Mittwoch oder so, zu meinem damaligen Chef und habe gefragt, ob ich dann reisen könne oder Urlaub nehmen kann. Dann hat er mich gefragt, ja, wohin ich dann will. Und dann habe ich gesagt, ja, nach Schweden. Hat er gemeint, ja, im Ferienhaus und so. Habe ich gesagt, ja, ja, klar. Und dann bin ich da hochgereist über Ostern und am Dienstagmorgen nach Ostern bin ich dann wieder zum Chef und habe gesagt, da ist meine Kündigung, ich wandere aus. Jawohl. Ja, und eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat, war die von Sonja Boss, bei der eine schwere persönliche Krise zur Auswanderung nach Florida geführt hat. Ein Traumjob, man verdient gut, du hast auch in einem schönen Haus gelebt, mit deiner Familie zusammen. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum wandert so jemand dann aus, wo er doch eigentlich ein fast perfektes Leben hat? Ich hatte schon so vor 4, 5 Jahren mal das Gefühl, ich kann nicht mehr, weil als Trainer und als Coach gibst du den Menschen halt sehr viel und das tust du mit voller Leidenschaft. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich kann mich selber nicht mehr reden hören. Hab weitergemacht und dann kam ja an Ostersonntag die Frage an meinen damaligen Lebensgefährten. Die wurde gestellt von meinem Cousin auf der Beerdigung meines Lieblingsonkels. Sag mal, seid ihr eigentlich verheiratet? Und ich antwortete, nee, haben wir noch keine Zeit zu gehabt, wir waren 12 Jahre zusammen. Und auf dem Rückweg, wir kamen gerade am Phantasialand vorbei, fragte ich ihn, du Klaus, sollen wir nicht doch mal irgendwie heiraten? Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und dann sagte er, ich glaube lieber nicht. Und dann gab ein Wort das andere und sonntags morgens um 10 Uhr zieht er die Tür hinter sich zu und ist weg. Wir haben dann auch nie wieder gesprochen. Also ich weiß bis heute nicht, warum. Damals an dem Ostersonntag brach für mich die Welt weg. Ja, das ist Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr, wenn du reinhörst.